Im heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr bei Zahnersatz sparen könnt. Vielleicht braucht ihr eine Krone, eine Brücke oder irgendwas und habt euch gefragt, bringt das Bonusheft eigentlich was? Kann man damit irgendwie ein bisschen was sparen? Ich erkläre euch, was das Bonusheft ist, wie viel ihr letztlich spart, also unterm Strich, was kommt da raus? Macht es überhaupt Sinn, das zu führen? All das erfahrt ihr in diesem Video. Hi und ganz herzlich willkommen, mein Name ist Tatjana Felkner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann klickt doch gern auf Abonnieren. Du brauchst eine Krone, warst jetzt gerade beim Zahnarzt und jetzt suchst du verzweifelt dein Bonusheft. Oder du hast festgestellt, es ist Dezember und du hast noch gar keinen Stempel in deinem Bonusheft, dann bist du damit sicherlich nicht allein, denn das Jahr hat ja bekanntlich 12 Monate, aber die meisten Bonusstempel, die vergeben wir im Dezember. Die meisten Patienten haben wahrscheinlich für sich einen Rhythmus gefunden, um sich da nochmal einen kleinen Stempel abzuholen. Jedoch wissen die meisten gar nicht, was dieses Heft eigentlich bedeutet. Viele brauchen vielleicht gar keinen Zahnersatz, das heißt, es kommt nie zum Einsatz, dieses Heft. Und manch einer sammelt einfach fleißig, weil das ist ja wahrscheinlich Bonusprinzip. Ja, was steckt eigentlich dahinter? Ich erkläre euch das Ganze mal. Das Bonusheft dient der gesetzlichen Krankenkasse als Nachweis, dass ihr regelmäßig, und zwar regelmäßig heißt einmal im Jahr für Erwachsene und für Kinder zweimal im Jahr, die Vorsorgeuntersuchung bei eurem Zahnarzt wahrnehmt. Die Krankenkasse möchte einfach sehen, dass ihr präventiv tätig werdet und dass möglichst Erkrankungen schon recht früh festgestellt werden. Und als kleines Dankeschön dafür gibt es einen höheren Zuschuss bei Zahnersatz. Also Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Bleaching, all das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Es geht um Zahnersatz, also wenn ein Zahn überkront werden muss oder wenn ein Zahn ganz verloren geht und ein Heil- und Kostenplan bei der Krankenkasse beantragt wird. Dann ist wichtig für die Krankenkasse zu wissen, wie oft wart ihr in den letzten Jahren da und dann bekommt ihr einen höheren Zuschuss. Wie lange müsst ihr also dieses Bonusheft pflegen? Ganz grundsätzlich ist es so, dass die Krankenkasse euch einen Festzuschuss gibt von 60%, egal wie oft ihr zum Zahnarzt geht. Da muss kein einziger Stempel in dem Bonusheft sein. Ganz wichtig nochmal, das gilt hier nur für gesetzlich versicherte Patienten, also nicht für Privatpatienten, da gelten nochmal ganz andere Spielregeln. Also 60% des Zahnersatzes stehen euch sowieso zu. Kommt ihr nun regelmäßig, und zwar 5 Jahre am Stück zum Zahnarzt, dann erhöht sich dieser Bonus der Krankenkasse auf 70%. Und ihr könnt sogar noch länger was nachweisen, wenn ihr 10 Jahre regelmäßig zur Vorsorge geht, dann erhöht sich der Festzuschuss der Krankenkasse auf 75%. Das klingt erst einmal richtig gut. Also man würde auf den ersten Blick denken, 25% bleiben noch bei mir beim Zahnersatz. Das ist doch super, da kann ich ja richtig bei der Krone sparen. Wichtig ist aber zu wissen, dass dieser Festzuschuss nur für die Regelversorgung gilt. Krankenkasse gibt dem Zahnarzt vor, was eine Regelversorgung ist. Ich mache euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ihr braucht eine Krone am Backenzahn im Oberkiefer, weil da eine große Karies ist oder was auch immer das ist. Die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkasse ist eine silberne Metallkrone. Jetzt werden die meisten von euch sagen, Silber, das gefällt mir aber nicht so, ich hätte gern eine Keramik. Da sind wir schon nicht mehr in der Regelversorgung. Das heißt, ihr bekommt den gleichen Zuschuss, aber die Krone ist ein bisschen teurer geworden. Also diese 75%, die lassen sich übertragen, es ist ein gewisser Geldbetrag, auf egal welche Leistung ihr dann bekommt, aber es bezieht sich immer auf 75% der Regelversorgung oder 60, je nachdem, wie gut euer Bonusheft gepflegt ist. Also, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen und auch in Zahlen zu sprechen. Wir nehmen mal an, euch geht ein Backenzahn vollständig verloren. Dann ist die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkasse eine teils silberne Brücke. Die beiden Nachbarzähne werden beschliffen und in der Mitte haben wir ein Brückenglied, was den Zahn ersetzt. Die nächstmögliche Versorgung ist eine Keramikbrücke. Die ist nicht mehr die Regelversorgung oder ihr könnt euren Zahn auch mit einem Implantat ersetzen lassen und darauf eine Krone setzen. Der Zuschuss der gesetzlichen Krankenkasse, der ändert sich nicht, der ist übertragbar auf egal welche Variante ihr nehmt. Wenn ihr gar kein Bonusheft habt, ist der Zuschuss bei 60% und das sind in diesem Fall 608 Euro, die ihr auf diese silberne Brücke, die Keramikbrücke oder auch die Implantatkrone, ganz wichtig, nur die Krone, nicht das Implantat, anwenden könntet. Also ihr könnt es verwenden, wie ihr möchtet. Wart ihr 5 Jahre lang regelmäßig bei einem Zahnarzt, erhöht sich der Festzuschuss auf 709 Euro.
und irgendwas Cent. Wart ihr 10 Jahre regelmäßig da, sind wir bei 760 Euro. Und wer jetzt gut mitgerechnet hat, hat gemerkt, dass wir eine Differenz haben von 152 Euro zwischen ihr wart nie beim Zahnarzt und ihr wart 10 Jahre regelmäßig da. Also 150 Euro habt ihr gewonnen, wenn ihr regelmäßig zum Zahnarzt geht und habt das mehr an Festzuschuss gewonnen. Worauf ihr das anwendet, das ist euch überlassen. Ihr könnt die Versorgung wählen, die ihr möchtet. Die Metallbrücke wäre natürlich die günstigste, die Implantatkrone wäre die teuerste Versorgung. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was da die richtige Variante ist. Und es muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er ein Bonusheft pflegen möchte oder nicht. Ich finde, das Bonusheft ist eine ganz nette Idee, aber vor allen Dingen deswegen, um die Patienten regelmäßig zur Vorsorge zu motivieren, damit man Karies schon im frühesten Stadium erkennen kann und damit eine Krone im besten Fall gar nicht erst entsteht. Insofern finde ich, ist das eigentlich ein tolles Prinzip. Ich glaube, nur so in der Umsetzung und im Verständnis kommen die meisten Patienten gar nicht unbedingt für die Vorsorge, sondern eher für den Stempel. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen damit erzählen, habt ihr ein Bonusheft und vielleicht nochmal ganz wichtig, das kann ich auch nochmal erzählen, was ist denn, wenn man einen Stempel vergisst? Ist dann der Bonus hinfällig? Ist dann das ganze Bonusheft nicht mehr gültig? Oder was ist, wenn ihr das Bonusheft verloren habt? Vielleicht mal dieses Beispiel. Bonusheft verloren ist gar kein Thema. Wenn ihr regelmäßig da wart, dann kann euer Zahnarzt einfach alles neu nachtragen. Der stellt euch einfach ein neues Bonusheft aus, also keine Sorge. Übrigens kann man das jetzt mittlerweile auch digital erfassen. Also ihr müsst einwilligen und dann kann die Krankenkasse digital nachvollziehen, ob ihr da wart. Also ihr braucht nicht mehr einen physischen Stempel. Das ist die eine Möglichkeit. Und was ist, wenn ihr einen Stempel vergessen habt? Ihr habt ein Gut. Also das ist seit der Pandemiezeit. Das hat man deswegen eingerichtet, weil viele Menschen nicht die Gelegenheit hatten, zum Zahnarzt zu gehen. Die Praxen waren geschlossen oder auch gerade ältere Patienten hatten Sorge, sich mit Covid-19 zu infizieren. Und deswegen habt ihr einen Bonus gut. Wenn ihr es 2020 im Pandemie also nicht geschafft habt, dann keine Sorge, der ist euch sozusagen erlassen. Ja, also jetzt viel Spaß beim Bonusheft suchen und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann scrollt doch mal durch unsere anderen Videos und lasst ein paar Kommentare da. Bis dahin.